So, hallo und herzlich willkommen zurück beim vierten Part von Let's Play Stuntman Ignition. Heute mal wieder der Start mit einem Nebenjob. Bei dieser Nummer kommt es auf präzises Fahren im Team an. Du fährst in einem Haufen anderer Stuntfahrer, in einer strengen Choreografie zwischen ihnen hin und her. Da gibt's eine Menge Überholmanöver, 180er und komplette Stops. Mach deine Manöver so schnell wie möglich und triff bloß keine anderen Autos, sonst kommen sie von ihrer Position ab und die ganze Show ist ein einziger Crashtest. Das klingt zwar lustig, ist aber nicht Sinn der Sache. Benimm dich. Sie kennen sie aus den Filmen. Sie haben sie im Fernsehen gesehen. Werden sie nun live Zeuge der sagenhaftesten Todesmut... Ich hab's nicht weggeklickt. Auch egal. Also, ihr habt's gehört, eine Stuntshow. Wir fahren zwischen den anderen beiden Fahrern hin und her und... Drei, zwei, eins, mal gucken. Action! Nah ran ans erste Auto! Jetzt ganz nah ran ans zweite Objekt! Unfallwarnung! An die Fahrer, bitte neu aufstellen! Ja, wir dürfen keins berühren. Das ist die große Schwierigkeit dabei. Action! Weil man dann doch irgendwo mal irgendwie am Tisch steht. Okay. So. Oh. Das. Ja, das wusste ich nicht. Denken Sie daran, Fans. Diese Autos fahren in einem sehr sensiblen Ballett. Dankeschön. Drei. Ja, ist schon. Nah ran ans erste Auto. Jetzt ganz nah ran ans zweite Objekt halten und einen 180er rückwärts. Und da haben wir auch den 180er. Er muss seinen Drift steuern. Sehen Sie sich an, wie er so wie möglich ranfährt. Was soll denn das? Der ist direkt in mich reingefahren, Mann. Was konnte ich denn jetzt dafür? So, nochmal. Geht ja so nicht weiter hier. Ich will auch mal das Gelingen schaffen hier. Nein. Oh nein. Alter. Komm schon. Nochmal, komm. Wir schaffen das. Das ist machbar. Oh, diesmal in eine andere Richtung. Nein! Alter, was soll denn der Scheiß? Da dreht er einfach mal so um, wie es ihm beliebt. Und... ich werd doch irre. So, komm schon, jetzt mal. So, hier jetzt. Ganz erste. Irgendwie setzt der Knopf hier ziemlich manchmal aus. Alter. Ich krieg hier gar nichts mehr hin. Los. Nein. Alter. Mann. Nein. Nein! Was jetzt? Komm, gib dir mal Mühe hier. Ich war nah dran, verdammt. Zähl mir doch nicht. Ja, ich habe ein bisschen die Kameraeinstellung verändert. Ich hab Zeit. Ich hab auch Zeit. Okay. Nein! Ich hatte es doch fast. Mann, das habe ich selbst beim ersten Versuch geschafft. Nein! Alter! Wo
woher soll ich denn wissen, wann er seine blöde Kurve da macht? Das gibt's doch nicht. 3, 2, 1, Action! Okay. Oh, schon Start versaut. 3, 2, 1, Action! Komm jetzt. Gerade noch so. Nein! 3, 2, 1, Action! Lang ran ans erste Auto! Nein! Alter! Es stresst! 1, ich will diese blöde Übung jetzt schaffen! Ich hasse diese Übung! So, ich will das jetzt schaffen. Er muss seinen Drift. Schauen Sie sich an, wie er so nah wie möglich. Ich war nah dran. Ich war noch nah dran. Ich will was hören, wenn der Fahrer es nochmal probiert. Okay, mir reizt. Ich spiele jetzt im leichten Modus. 3, 2, 1, Action. Jetzt darf ich mir zwei Fehler leisten. Nein. Und da haben wir auch nein. 3, Gott. 2, wenigstens 1, den Stunt will ich noch hinkriegen. Selbst wenn ich mir einen Fehler erlauben darf. Ich nehme noch den ganzen Part. Oh, jetzt schaffe ich's. Ja, ist klar. Ist klar, im leichten Modus. Natürlich, im First Try. Ja, ja. Ach ja. Ein Stern immerhin. Geschafft. Das ist das, worauf es ankommt. Okay. Dann drehen wir mal noch Hupen Wolverine. Die letzte Szene für heute. Können wir den Film schaffen? Das ist die andere Seite der Verfolgung der Bankräuber in Schnappen und Verduften. Es ist deine letzte Szene im Film. Du springst für die Creeks ein, die den Panzerwagen aufhalten wollen, um eine Belohnung zu kassieren und den Familienhof zu retten. Ist wieder eine Verfolgungsjagd. Fall also nicht so weit hinter den Führungswagen zurück. Der Schlüsselstunt ist ein Sprung auf die obere Ebene der Ladenfront. Krach durch das Geländer. Halte die Geschwindigkeit, wenn du oben bist, und spring am Sattelschlepper vorbei. Los, machen wir ein bisschen was kaputt. Gib da draußen alles, dann können wir zum Abschluss ein Fass aufmachen. Abschlussparty, Mann. Ich zieh mich aus. Das muss ich sehen, Mann. Ich mach den Bruce Lee. Okay. Also, wir werden sehen. 3, 2, 1, Action. Wie wir das jetzt meistern, ja. Nach links. Wow. Das war schlecht. 3, 2, okay, aber wir, 1, ja, wir haben ja Action. Versuche. Hupen Wolverine wird auf jeden Fall heute abgeschlossen. So viel steht fest. Drift nach links. Schau auf rechts. So, fahr mal. Das war knapp. Durch die Lücke. Drift nach links. Ja, komm, ey. Schramme am Fahrzeug entlang. Weg, weg, weg. Okay. Schramme am Fahrzeug entlang. Oh, falsches Fahrzeug. Folge dem gepanzerten Wagen. Nichts leichter als dummer Gas. Rechts. Bin gedriftet. Aua. Scharf links. Krach in die Hütte. Drift nach links.
fahren. Spring und triff das Geländer. Ah, Gas. Spring über den Sattelschlepper. Fahr knapp am Auto vorbei. Ah. Alter, der Motor rührt schon. Doch mal Gas. Triff das Objekt. Ich bin nicht so langsam. Fahr unter dem Sattelschlepper. Schau auf rechts. Ja. Nein! Oh. Fahr knapp am Polizeiauto vorbei. Nichts leichter als das. Schau rechts, Fahrzeug entlang. Okay. Weg jetzt. Weg. Triff die Rampe. So. Kurt! Die Aufnahme wird dich nicht gleich verbrennen. Puh, geschafft. Also heute bin ich irgendwie nicht so, also in diesem Part, nicht so auf dem Leistungsniveau, also läuft nicht so ganz. Aber gut, wir haben den Film geschafft. Ah, und jetzt kann ich mich zurücklehnen und wir sehen uns gemeinsam den Film-Trailer nochmal an. Coming soon, but not in your cinema. Yay! So, und die erste Szene von, oder die Einweisung, sagen wir mal so, von Strike Force Omega, die schaffen wir auch noch. Oh Mann, ich hab doch jemand mit mehr Muskeln bestellt. Hi, ich bin Carl Steele, Regisseur und Star von Strike Force Omega. Nach 15 Jahren als Action-Superstar lassen Sie mich endlich einen eigenen Streifen drehen. Ich habe als Stuntman angefangen, genau wie du. Und sollte eigentlich selbst fahren, aber das Studio lässt mich nicht. Ich bin zu wertvoll. In Strike Force Omega geht es um eine geheime US-Sondereinsatztruppe, die eine Gruppe von Söldnern daran hindern soll, Massenvernichtungswaffen im ehemaligen Sowjetstaat Kirgisistan zu klauen. Meistens springst du für mich ein, den knallharten Anführer Kommandant Black. Du fährst einen aufgemotzten Armeewagen mit einem Kaliber 50 Geschütz. Echt hart, mit großem Haar. Wie auch immer, viele Fans denken, dass ich meine Stunts selbst mache. Also sei lieber gut, ich habe einen Ruf zu verlieren. Muss mich für meinen nächsten Kampf fit machen. Ich sehe dich auf dem Set. Was? Du willst ein Autogramm? Hey Marcus, gib ihm eine von meinen Autogrammkarten. Es geht nichts über einen Regisseur, der am liebsten selbst fahren will. Ich habe schon früher mit Steele gearbeitet, der ist nicht leicht zufriedenzustellen. Aber er weiß, wie man einen spannenden Actionfilm macht, also können wir uns auf ein paar tolle Stunts freuen. Einige der Fahrzeuge im Film sind schwer gepanzert. Ein umgebauter Strandbuggy, ein Motorrad, ein schwerfälliger Sattelschlepper, der eine Scud-Rakete transportiert und Kommandant Blacks gepanzertes Angriffsfahrzeug, der Skorpion. Drehort ist vorwiegend offenes Wüstengelände, wo du auf lockerem Sand fährst. Aber du musst dich auch durch die Strike Force Basis schlagen, in der du nicht gut manövrieren kannst.
Du kannst auch zum ersten Mal Nitro verwenden, um noch mehr Geschwindigkeit für eine schnelle Flucht zu bekommen. Hör auf mich und achte auf deine Markierungen, dann sollten wir das hier elegant hinter uns bringen. Du fängst als einer der Jungs von Strike Force Omega an und versuchst, eine gestohlene Scud-Rakete zurück zur Basis zu bringen. Du musst den Bus mit der Seite rammen. Ziel nicht direkt auf den Bus, dann kommst du zu weit ab. Ziel stattdessen auf die Kluft in der Brücke vor dir. Das bringt dich in die Spur, um erst den Bus zu rammen und dann die Kluft richtig zu nehmen. Okay, Stuntman, mal sehen, was du hinter dem Lenker von diesem Teil hinkriegst. Okay, ihr habt also gehört, ein Regisseur der etwas anderen Art, knallhart, dreht am liebsten eigentlich seine Stunts selber, aber die Regisseure waren dagegen. Also, ja, fahren wir mit diesem Sattelschlepper mal durch die Gegend. 3, 2, 1, Action! Ihr könnt euch vorstellen, wie schnell dieses Fahrzeug hier beschleunigt. Wie gut es sich steuern lässt. Oh ja. Boah, das händelt aber ganz schön aus. Ah, weg da. So. Ja. Okay, läuft bisher ganz gut. Ja, geil. Weg da. Ich hoffe, wir saßen da drauf. Die härtesten der härtesten Stuntmans. Boah, ah. Schramme am Fahrzeug entlang. Knapp am Kugelhagel vorbei. So. Ja, sehr knapp am Kugelhagel vorbei. Okay, ich lande perfekto. Sicher, das war in Ordnung. Jawohl, das war perfekt. 2 Sterne nur, aber es war perfekt. Ah, je. Yeah. Aber im ersten Versuch, ich bin stolz auf mich. Mit so einem schwierigen Gefährt, da kann man, das kann sich sehen lassen. Also, 110 Sterne haben wir jetzt nur noch zu sammeln, insgesamt. Also sind wir jetzt angehender Star. Ja, wir sind jetzt circa bei 17 Minuten und in diesem Sinne würde ich doch mal sagen, tschüss und bis bald, sagt euer Rangino.